Willkommen Reisende. Wir sind heute in Projekt Lazarus. Ist so ähnlich wie Vampire Survivors, nur mit Mechs, also mit Robotern. Und werden wir uns mal angucken und das hinterher, das Gegrinde, mache ich einfach so und dann zeige ich euch immer mal, hier gibt es scheinbar verschiedene Roboter, die wir uns noch freischalten können. Die zeige ich euch dann jedes Mal. Gucken, vielleicht kann man noch irgendwas anderes. Ja, und dann zeige ich euch auch noch die vier, also die beiden anderen Karten. Gucken wir mal, passend zu einem. Hypermodus ist noch gesperrt, also es gibt wohl dann noch einen schweren Modus. Mal gucken, erstmal normal freispielen, gucken, wie es funktioniert alles. Und wenn wir uns mal anschauen, wie gut das gemacht ist. Ist noch im Early Access das Spiel. 50, 40, 30, 20, 10. Okay. Ganz normal laufen. Zielen tun wir, wenn wir in die Richtung schießen. Ah, okay. Gleich mal ein bisschen leiser machen. Also eine Pulskugel und ja, wir werden mal die Pulskanone nehmen. Wir müssen natürlich auch den Loot einsammeln, die Kristalle hier. Ah, schon wieder. Bewegungsgeschwindigkeit ist wohl gut, wenn wir mal nehmen. Sind wir ein klein bisschen schneller. Wir sollten wohl auf Feuerkraft gehen. Und Geschwindigkeit würde ich jetzt denken. Aber das müssen wir einfach mal sehen. Noch sind wir ganz schön langsam. Da kommen jetzt größere Gegner. Aber wir müssen das halt auch alles einsammeln. Momentan schießen wir noch sehr langsam. Hier sind noch ein paar Kristalle. Na gut, haben wir jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Laserblaster. Elektrische Hochspannungswaffe, Drohnen. Ja, nehmen wir mal den Laserblaster. Gucken. Mal ein bisschen leiser machen. Okay, das war jetzt sehr leise. So, der Große hält ganz schön was aus. Gucken, kommen wir hier durch? Ja. Jetzt könnte es wohl ein bisschen zu leise sein. Müssen wir gleich nochmal schauen. Der hält aber ganz schön aus, der Große.
Wichtig ist, die Kristalle einsammeln, dass wir auch schön leveln können. Ah, der hält aber was aus. Oh, wieder andere Gegner. Oh, ganz schön voll hier. Wir brauchen unbedingt Waffen-Upgrades. Mal ein bisschen hier durchgehen. Wie groß die Karte ist, wissen wir jetzt auch noch gar nicht. Aber momentan sind wir einfach noch zu langsam. Erhöht den Schaden um 7% pro Stufe. Na, ist auch gut. Dann machen wir ein bisschen mehr Schaden. Nicht aufgepasst. Dann gehen wir nochmal hoch. Wir müssen nämlich gucken, dass wir auch wieder zurückkommen. Also so nah kommen die gar nicht, um Schaden zu machen. Okay, und die kleinen... was ist das? Drohnen. Oh, wird aber ganz schön voll hier. Bisschen seitwärts laufen. Jetzt müssen wir da einmal durch. Oh Gott, wo kommen die auf einmal her? 71 Leben haben wir noch. Wir brauchen unbedingt Kristalle. Hilft nichts. Wir müssen unbedingt noch schneller schießen. Oh, wir sind sehr langsam. Oh, wo kommen die auf einmal her? Gib uns ein Upgrade, los. Reaktor. Verbessert die Feuerrate um 5%. Ja. Lebenspunkte herstellen müssen wir nicht. Ich habe ja noch 51. Alles noch gut. Und wahrscheinlich sind wir gleich mausetot, aber Hauptsache wir haben mehr Feuerrate. Und mehr Schaden. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen im Kreis laufen. Und dann irgendwie in die Mitte kommen. Die ganzen Kristalle auch wieder einsammeln. Weil bringt uns nichts, wenn wir die töten, aber nicht an die Kristalle kommen. Jetzt sind von den Grauen auch schon größere gekommen. Boah, wir schießen so langsam. Und wir müssen ganz schön nah an die Kristalle ran. Da ist noch so eine Drohne, kriegen wir die irgendwie? Ja. Oh, da liegt ein grüner Kristall. Wir müssen die mal ein bisschen hier sammeln, die Gegner. Dass die hier rumlaufen müssen. Vielleicht hilft uns das. Also unser Lasergeschütz auf der... auf der Schulter macht ja mal gar keinen Schaden. Oh, ein ganz großer. Okay. Den kriegen wir bestimmt nicht umgekloppt. Wir brauchen Kristalle. Da ist einer. Oh, hier waren wir schon mal. Also hier liegen ein paar Kristalle. Immer schön einsammeln. Ganz viele. So. Vollautomatisch. Okay. Da. Schaden wird auf 3 erhöht. Kapazität auf 40. Feuerrate wird erhöht. Neuladen bleibt. Ja, dann werden wir das mal upgraden. Können wir jetzt auch mal hier ein bisschen einsammeln. Wir müssen noch irgendwie einmal... Oh Gott, was sind das für welche? Kommen, dass wir schneller werden. Oh Gott. Okay. 30 HP oder Feuerrate?
Feuerrate wäre jetzt eigentlich gut. Wir sind nämlich umkreist. Gucken, ob wir hier noch Notfallschild. Oh Gott, da kommen wir nicht mehr durch. Nee. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas freischalten können. Astro unlocked. Ah, ein neues Lied. Noch ein neues Lied. Okay, neuer Highscore, der war ja auch unser erster. So. Also wir haben 564 Credits scheinbar. Hier gibt es eine Waffenkammer. Gut, wenn wir den jetzt wieder spielen, wäre das Maschinengewehr aufrüsten schon gut. Hier können wir einmal, wenn auch, den Schadenbonus, den wir bekommen haben, erhöhen. Hier Caverium. Ah, dann heißt die Währung wohl Caverium. Menge um 10% erhöht. Verdienten Kristalle um 10% erhöht. Das wäre ja für den Anfang wohl am besten. Davon nehmen wir dann mal ein. Und verdienen wir jetzt 10% mehr Kristalle, was ja gut ist. Dann nehmen wir einmal das Maschinengewehr. Und jetzt fraglich, nehmen wir... Ah, das geht nicht mehr, okay. Dann nehmen wir nochmal das Maschinengewehr. Weil der Laserblast hat ja mal gar nicht geschossen. So. 114. Können wir uns noch irgendwas leisten? Pneumatik, damit wir schneller laufen. Das nehmen wir mal mit. Dann gehen wir nochmal gucken. Ah gut, mit mehr Geld können wir uns auch dann direkt den nächsten freischalten. Komischerweise, der kostet mehr wie der. Obwohl man ja meinen könnte, das wäre der zweite, den man spielt. Gut, dann zwei Titel freigeschaltet. Dann werden wir noch mal eine Runde probieren. Das Intro können wir ja jetzt überspringen. So, dann laufen wir jetzt mal. Ah, okay, wir schießen direkt ein bisschen besser. War das Upgrade gar nicht schlecht. Automatischer Turm. Nee, das braucht ja keiner. Ja, wieder das Impulsgewehr. Oder ein Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob der Brandschaden... Ja, der macht das... Also hier haben wir eine Kugel. Und die muss treffen. Hier können wir uns, wenn im Notfall, drehen, wenn der Flammenwerfer schießt. Ah, das Maschinengewehr ist direkt jetzt von Anfang an auf Level 3. Stand da eben. Können wir gleich dann nochmal gucken. Also schon eine Verbesserung zu eben. Schön die Kristalle einsammeln. Hier sind noch ein paar Kristalle. So, Reaktor. Feuerrate. Oder kritische Trefferchance. Ja, nehmen wir mal Feuerrate. Das ist ja für den Anfang am wichtigsten. Also der Flammenwerfer scheint gut zu sein. So, hier hoch. Kristalle sammeln. Da kommt wieder einer. Oh. Das war haarscharf. Kristalle einsammeln. Jetzt schießen wir wieder gerade gar nicht. Oh, da ist ein großer. Gucken, schaffen wir den jetzt schneller mit dem Flammenwerfer? Ja. Gaskanister.
Okay, also Tesla ist für hier oben. Und das wäre eine Waffe. Und Gas auch. Und nehmen wir erstmal noch eine Waffe. Oh, okay, die größeren geben also grüne Kristalle. So. Flammenwerfer erhöhen. Langstreckenkanone mit größerem Wirkungsbereich. Kosmischer Wächter. Oh, der zählt für oben, okay. Spawnt einen kosmischen Energieball. Ah, dann ist das bestimmt wie die Bibel in Vampire Survivors. Oder? Mal testen. Ja, scheint so. Jetzt haben wir drei. Naja, leuchtende Kugeln um uns herum. Wir wissen ja auch noch nicht, welche Waffen jetzt am besten sind, für welche Gegner. Ob das einen Unterschied macht. Wie hoch wir leveln können. Müssen wir auch mal gucken. Töten diese Kugeln eigentlich die... Ja, die kleinen Gegner töten sie sofort, okay. Also ich glaube, es läuft ein bisschen besser diesmal. Ah, okay, die kleinen hier nicht. Die grauen. Aber diese roten, die töten, werden sofort getötet von dieser kosmischen Kugel. Ja, Tesla-Spule haben wir nicht genommen. Können wir jetzt unser Maschinengewehr wieder upgraden. Auf 6 Schaden. Bis aufs neu laden wird, alles erhöht. Das war gut. Ja, wir müssen den ganzen Kram hier erstmal einsammeln. So, mal da hoch. Oh. Hier sind ein paar Kristalle. Aber mit dem Flammenwerfer dürfen wir auch nicht zu weit weggehen. Da sind wieder zu weit weg. Diese Drohnen. Ja, Feuerrate erhöhen. Am besten, bevor wir uns einen neuen Kampfanzug freischalten, am besten erstmal noch ein paar Upgrades holen, dass wir einen Kampf länger überleben. Oh Gott. Da wurden wir eingekreist. Die roten halten jetzt auch mehr aus. So. Schaden erhöhen. 7% mehr Schaden. Jetzt könnte der Flammenwerfer ruhig mal wieder schießen. Dann können wir ein bisschen näher rangehen. Oh, so. Ein paar Kristalle eingesammelt. So. Aufnahmeradius. Lieber Maschinengewehr noch erhöhen. Was bringt das diesmal? Schaden. Ja, wird wieder erhöht. Neu laden geht schneller. Wir hätten auch den Magneten nehmen können, für dass wir die Kristalle schneller einsammeln können. Also nicht so nah ran müssen. Oh, jetzt werden die Gegner wieder größer. Bisschen ausweichen. Ein paar Kristalle hier oben. Rüstung.
Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ja. Ja, nehmen wir mal mit. So, jetzt hier durch. Oh. Wir brauchen Kristalle. Oh, Flammenwerfer können wir verbessern. Schaden bleibt. Feuerrate ist besser und neu laden. Okay. Aber wir brauchen die Kristalle. So, unten sehe ich auch gerade, wird angezeigt, wann die Waffen aufgeladen sind. Ist ja auch cool. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nein. Lass mich hier durch. Oh, jetzt wieder so ein ganz, ganz großer. So. Langstreckenkanone mit großem Wirkungsbereich. Oder wieder gesundheitvolle herstellen. Ja, ich weiß nicht, was jetzt hier oben für die Felder wichtig ist. Und Langstreckenkanonen, Drohne. Ja, Drohne haben wir jetzt öfter gesehen. Dann nehmen wir wohl mal die Drohne mit. Die wahrscheinlich gar keinen Schaden macht, weil die nur auf Level 1 jetzt ist. Und wir die ja auch nicht verbessert haben. Boah, da sind so viele Kristalle, die brauchen wir. Ja, lass mich durch hier. Oh, da kommen wieder dieser Kreis von Gegnern. Gucken, macht. Oh, nö, lass mich doch da durch. Gucken, dass wir jetzt noch schnell was einsammeln können. Mehr Schaden. Mehr Schaden ist gut. 7% mehr Schaden. Also wir machen denen zwar Schaden. Oh, okay, sind alle tot umgefallen. Oh, jetzt können wir die ganzen Kristalle von denen einsammeln. Ah, wir haben sogar die Drohne jetzt. Eben, da ist er. Fliegt hier nah bei uns rum. Warum kommen denn keine Gegner? Da ist ein grüner Kristall. Einsammeln. Da ist noch ein grüner Kristall. Ja, mehr Schaden. Mehr Schaden ist immer gut. Weil wer weiß, was jetzt kommt. Weil zu Ende ist es ja nicht. Ah, okay, es kommen jetzt andere Gegner. Ah, so ein bisschen Flammenwerfer. Der regelt ganz gut. Oh, jetzt aber. Nö. Flammenwerfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Oh Gott, mach den Flammenwerfer an. Oh Gott, das sind aber viele. Ah, da sind vier. Ja, stellen wir HP wieder her. Ey, wir verbessern mal die Feuerrate. Gott, wie viele sind denn das? So, lass mich durch da. Also wir müssen uns die mal hier so sammeln. Ja, jetzt können wir ein paar Kristalle einsammeln. Ja, jetzt stellen wir mal HP wieder her. Weil die kommen ja scheinbar kreis. Oh Gott, sind wir langsam. Oh Gott. Das sind so viele. Lass mich da durch.
Also scheinbar kommen die ja kreisförmig. Also sehr schwer allen auszuweichen oder alle zu töten. Jetzt können wir natürlich keine Kristalle einsammeln. Na gut, ein paar können wir einsammeln. Oh Gott, die machen 8 Schaden. So, Flammenwerfer, Kristalle einsammeln. Maschinengewehr verbessern. Ja, das ist doch das Sinnvollste von den drei, weil AP, keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich hier unten die Anzeige. Aber die ist eh die ganze Zeit auf 0. Die ist bestimmt wichtig für einen anderen Mecha-Anzug, den wir ja noch nicht haben, also. Oh nein, 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 nein. Oh. Notfallschild, okay. Oh Gott, die sterben aber sehr schlecht. Mal eine Wegbahn. Oh Gott, das sieht aber gar nicht gut aus. Das Problem ist, wir schießen noch nicht dauerhaft. Aber wir brauchen Kristalle. So. Da liegen auch ganz viele Kristalle. Was ist das denn? Irgendwas Grünes kommt da gerade. Schaden, mehr Schaden. Laserkanone. Ja gut, haben wir auch, aber 7% mehr Schaden. Hört sich irgendwie sinnvoll an. Weil alles scheint ja dann 7% mehr Schaden zu machen. Das Problem ist ein bisschen der Flammenwerfer. Wir müssen ganz schön nah ran. Oh, oh, oh. Oh Gott, da liegen so viele Kristalle. Nee, oh Gott, das war's. Also wir sind sehr viel weitergekommen. Gucken. Oh. Wir haben Mecha freigeschaltet, cool. Brauchen wir uns den gar nicht kaufen. Ah, guck mal. Haben wir jetzt die 2000 direkt gespart. Ja, können wir jetzt... Kommen wir dann wieder zurück? Ja. Also der hat über Zug, Rüstung, Geschwindigkeit, Schwere. Ja, der hier ist ein bisschen schneller. Der hat aber Rüstung und Überzug, also der ist wohl... Und Ketten. Absorption. Jede zerquetschte Feind stellt 4 Panzerungen wieder her. Also wir können überfahren. Jetzt wissen wir natürlich nicht, welche Waffe der hat. Na, das ist jetzt aber ärgerlich. Ja, nehmen wir einmal mehr Credits, mehr Kristalle, aber ist so teuer. Nehmen wir mehr Kristalle. Verbessert den Aufnahmeradius für Gegenstände. Aber wir müssen den Gegenstand ja bekommen, das ist ja das Problem. Hier stehen noch Buchstaben bei. Ob das die Seltenheit ist, wie oft die auftauchen. Kosmische Wächter, den hatten wir eben. Der ist super teuer. Ja, nehmen wir mal. Hier am besten. Für jede Waffe einmal. Weil wir ja nicht wissen, welche Waffe der neue Mecha hat. Es wird ja wohl eine der 4 Hauptwaffen hier sein. Das andere sieht alles aus wie Erweiterung. Und dann machen wir ja jetzt hier noch mehr Schaden. Kommt die dann öfter oder? Dann wird nichts erhöht jetzt. So. Bei Pneumatik hatten wir ja als Auswahl.
Dann Magnet bestimmt auch. Ja, machen wir. Bewegungsgeschwindigkeit ist die Frage. Der neue hat jetzt Ketten. Zählt das dafür auch? Oder nehmen wir lieber... Ja, wir nehmen mal das hier. So. A. Lautstärke. Weiß gar nicht, eben war es am Anfang super laut, jetzt ist es voll leise. Müssen wir jetzt mal gucken. Und werden wir den jetzt mal testen, wa? Scheinbar hat der hier was? Oh, warte, Notfallschild. Wenn HP 0 erreicht, wird ein Notfallschild erzeugt, um den Mech 3 Sekunden lang zu schützen und 50 HP wiederherzustellen. Okay. Regenerative Rüstung. Stellt kontinuierlich eine Panzerung wieder her, wenn der Mech in den letzten 6 Sekunden keinen Schaden erlitten hat. Alle Kristalle geben 20% mehr Erfahrung. Der ist ja cool. Befiehlt einen Angriff mit großem Wirkungsbereich und verursacht den dreifachen Schaden des aktuellen Levels. Okay. Die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich pro Mech-Level. Ah, okay. Der wird automatisch schneller. Dann spielen wir jetzt mal den, wo? Dozer. Kettenfahrzeug. Oh, gleich mal ausprobieren. Gucken, jetzt fahren wir es einfach über den Haufen. Fraglich bis welche Stufe, also welche Art von Wesen wir die über den Haufen fahren können. Ja, dann können wir jetzt auch einfach warten. Die kommen ja aus dem Kreis. Gucken, fahren wir es einfach mal über den Haufen. Oh, das Steuern ist schwierig. Der wird dann auch schneller. Cool. Oh, das Steuern ist ja... Okay. Ah, ja, in eine Richtung gucken, in die andere fahren. Oh, das ist ja... Oh, wir bekommen sofort den kosmischen Wächter, der so teuer im Aufwerten ist. Dann ist er bestimmt richtig gut. So. Macht auch voll das coole Geräusch, wenn wir über den Haufen fahren. Also an das Steuern muss man sich kurz ein bisschen gewöhnen. Weil wir müssen ja in eine Richtung fahren, in die andere gucken. Ah, okay. Und der hat im Übrigen Schrotflinte. Dass wir dafür auch ein Level gekauft haben. Rüstung, ja, Rüstung kommen wir ja so. Dann verbessern wir jetzt die Schrotflinte. So. Gegner, wir brauchen Gegner, die wir über den Haufen fahren können. So können wir denn direkt die Kristalle einsammeln. Keine, die wir über den Haufen fahren können. Oh Gott, den können wir doch bestimmt nicht über den Haufen fahren, oder? Nö. Der macht uns Schaden. Schaden erhöhen. Maschinengewehr hat er nicht gut. Oder Schrotflinte erhöhen. Schaden. Zwei mehr. Dann machen wir lieber 7% für alles. Fahren wir mal in die Richtung. Ist wie ein schießendes Auto. Nur die Steuerung ist schwierig. Weil man muss gucken, dass man vorne und hinten nicht verwechselt.
fährt man auf einmal in die falsche Richtung. Können wir die auch noch überfahren? Achso, schade, bin ich tot. Hm, ja. Oder? So. Flammenwerfer. Ja, dieser AP. Dann ist das wohl AP. Brauchen wir ja nicht, weil... Brauchen wir ja selber. Nehmen wir Flammenwerfer, der war eben richtig gut. Ja, am besten mal stehen bleiben. So, ein bisschen über den Haufen fahren. Ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir müssen in die eine Richtung fahren, in die andere schießen, damit wir sie überfahren können. Der Schaden. Ja, da sind die Drohnen. Da wollen wir die Kristalle haben. So, lasst euch mal bitte überfahren. Danke. Schrotflinte. Ja, die haben wir jetzt nur auf Level 4. Dann machen wir die mal ein bisschen höher. Oh, da leben noch ein paar Drohnen. So, da lang fahren und da lang schießen. Ich denke mal, die größeren Gegner nachher werden wir nicht überfahren können. Oh, kosmischer Wächter upgraden. Cool. Wir sollten uns aber auch ein bisschen schneller machen, wenn das wieder zur Auswahl steht. Weil wenn wir nicht alle überfahren können, brauchen wir natürlich mehr Geschwindigkeit. Boah, das ist ja jetzt ärgerlich. Sollten wir schon nehmen, obwohl der kosmische Wächter kommt. Der Schaden wird verdoppelt? Ne, wir nehmen den. Ja, mal gar nicht. Wir können ja nicht doppelten Schaden liegen lassen. Aber ich glaube, wir leveln ein bisschen schneller mit dem hier, oder? Aber bestimmt nur, weil wir die alle überfahren können. Boah, noch mehr kosmische Wächter. Also ein Upgrade dafür. Jetzt bin ich aber verwirrt mit dem Fahren. Am besten auf die großen schießen und die kleinen überfahren. Und wir haben mit dem ja zusätzlich noch ein Schild. Also der ist eigentlich theoretisch ein bisschen besser wie der erste. Generell mehr Schaden ist schon mal gut. Da wollen wir langfahren. Nein, da lang. Ich würde ja gerne mal gucken, was auf der Map los ist. Oh, okay, den brauchen wir ein bisschen länger zum Abknallen. Oh, da ist noch so einer. Ja, dann. So, schneller machen.
Aber da wir mit dem hier in eine Richtung schießen, die andere überfahren, müssen wir mal... Oh cool, ich kann die etwas größeren auch anfahren. Wir sollten in dem Gebiet hier vielleicht erstmal mit dem bleiben. Wegen dem Einsammeln der Kristalle. Also ich kann sie überfahren, aber sie sterben nicht. Aber momentan machen sie uns keinen Schaden. Oh Gott, da kommen die schon wieder. Boah, und jetzt mit dem Fahrzeug ausweichen, das kriegt er im Leben nicht hin. Weil der will immer in irgendeine Richtung. Oh. Also die kann man echt nicht töten. So. Ja, dann haben wir beides auf 4. Jetzt mal alles einsammeln. Die kommt ja jetzt gerade keiner. Das wissen wir ja schon. So, so. 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 Wir müssen alles einsammeln. Also das Spiel macht sehr Spaß. Da kommen jetzt die anderen. Die kamen ja von überall her. So. Schrotflinte. Ich weiß gar nicht. Oh ja doch, das macht auch Schaden. Ja, dann machen wir das hier. 7% mehr Schaden. Kristalle. Der Flammenwerfer ist für die Gegner echt gut. Guck mal, können wir die überfahren? Ich kann die einfach überfahren. Ja, dann machen wir uns noch schneller. Geht das besser? Da, 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 da. Oh, das ist ja cool. Also wenn man sich weit genug aufrüstet, können wir die hier einfach überfahren. So. Schrotflinte. Alter, da hat uns irgendwas Schaden gemacht. Also die werden doch stärker. Okay. Das ist jetzt aber gar nicht so gut. Nein. Oh, mit dem abzuhauen ist aber... ganz schön kompliziert. Wegen dem Faden. Jetzt kriegen wir aber wieder keine Kristalle. Nein, da lang. Oh, mach doch mal den Flammenwerfer an. Wir brauchen... Oh, da. Flammenwerfer. Können wir wenigstens... Oh, nein. Also jetzt wird uns das mit dem Fahren aber zum Verhängnis. Ab und zu fahre ich in die Richtung, die ich gar nicht will. Nein, da will ich lang. Ha, wir konnten zum Glück genug Kristalle einsammeln. Nö, lass mich da durch. Nein, da lang, da lang, da lang. Jetzt wäre der Magnet bestimmt sehr gut. Oh, hier liegen ein paar Kristalle.
Da sind ganz viele. Oh nein. Nein, ich will da lang. Oh nee. Oh Gott. Oh. Also zum späteren Zeitpunkt ist er dann nicht mehr so gut. Der mit Rädern. Ketten, meine ich. Oh Gott. Und wenn wir gar nicht schießen, ist auch nicht so gut. Nein. Oh. Oh, Alter, das mit dem Fahren ist aber auch eine Kunst für sich. Das Problem ist, wenn wir in die andere Richtung fahren, kriegen wir keine Kristalle. Oh nein. Oh nö. Ja. Das ist jetzt fraglich. Da steht leider nicht bei, um wie viel das verbessert wird. Aber wir machen uns mal ein bisschen schneller. Weil schneller ist mit dem wohl echt gut. Oh nein, ich will da lang. Nein, fahr doch in die Richtung. Boah, Alter. Also, die können wir jetzt alle nicht mehr überfahren. Oh, nee. Boah, Alter, ist das schwierig. Fahr doch mal da lang. Nicht da durch. Also wenn die nur aus einer Richtung kommen, geht's. So. Ein Flammenwerfer schießt nur länger. Oh ja, hier mehr Schaden. Sammeln. Nein. Oh. Wir hätten fast noch ein Level geschafft. Mal schauen. 3000 Kristalle haben wir bekommen. Oder Gaberium. Direkt einsetzen. So, warte, wir gucken mal wegen dem. Ja, dann machen wir uns. Der hier war einfacher zu steuern. Wir bekommen zwar keine Panzerung. Hölzerrüstung Geschwindigkeit 6. Geschwindigkeit 6, Schwere 5. Schwere 7. Was meint? Aber das Gewicht kann ja wohl nicht sein, oder? Überhit, Überzug. Also wenn wir uns den schneller und besser bewaffnet machen. Also der hat ja Schrotflinte. Ja, wir müssten uns Pneumatik und schneller machen auf jeden Fall. Hm. 10% mehr und 10% Kristalle mehr. Das ist passiv, das ist gut. Machen wir mal. Das hier auch. So. Das erhöht sich, das bleibt immer bei 7%, ne? Pneumatik 450. Oder die Waffen. Also der Flammenwerfer rockt ja natürlich super, ne? Und das war die Hauptwaffe von dem eben. So. Dann können wir mit dem, wenn wir anfangen, mehr Schaden machen.
Okay, ich würde sagen, den Ersteindruck und so war schon recht cool. Ein bisschen konnten wir uns schon freischalten. Auf jeden Fall für den neuen. Hier steht jetzt L. Obwohl, das könnte auch irgendein anderes Symbol sein, weil hier, das sieht aus wie Minus. Und hier ist E. Also es hat bestimmt irgendwie was zu sagen. Es gibt ja Erweiterungen. Sekundär. Ach, primär steht echt drunter. Aha, okay. Also es gibt scheinbar diese vier Waffen echt als Primärwaffen. Ah, oder warte, er meint die Hauptwaffen, ne? Links und rechts. Und das hier sind Erweiterungswaffen. Ja, genau. Schlachtschiff. Schlachtschiff. Ah, dann ist das für diese oberste Reihe. Und das hier ist passiv. Das bringt uns sehr viel. Ermöglicht überspringen pro Level. Neu würfeln. Ah, also wenn wir mal was nicht nehmen wollen oder neu würfeln wollen. Das ist jetzt für den Anfang echt noch nicht so wichtig, würde ich sagen. Gut, wir konnten uns ein paar Sachen schon freischalten für die beiden. Wir konnten uns sogar schon einen zweiten haben wir freigeschaltet bekommen. Dann werde ich uns mal die anderen freischalten und euch dann zeigen. Wenn wir Glück haben, ja auch in einem anderen Level, das wird man sich ja auch irgendwie freischalten können. Weil das war ja nicht zum Gucken. Nee. Also frei kaufen ging nicht, also muss man das irgendwie freischalten dann. Werde ich auch für uns machen. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge. Hier bestimmt auch weiter dann. Mit einem neuen Mecher. Also da der freigeschaltet wurde, werden die bestimmt auch freigeschaltet, ohne dass wir sie kaufen müssen. Und wenn, kaufe ich sie am Ende. Ich spiele jetzt mit den beiden und schalte uns das erstmal alles frei in der Waffenkammer. Und dann zeige ich euch die anderen Mechas, die es noch gibt. Und gucken wir, wie weit wir kommen, was noch uns alles erwartet. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wenn ihr Spaß hattet. Nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Oder wenn ihr Tipps habt, gerne kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.